Yeah, thanks, Bruna. And, thanks vielen Dank, Brunas. Vielen Dank, Luisa, Enrique und Eduardo. Und vielen Dank, dass ich neben den Brasilianern sitzen durfte. Ich bin Deutsche und mag Irland sehr gern. Und ich verfolge schon die Entwicklungen dort. Meine Aufgabe ist bei FIAN und Menschenrechte. Und in dieser Funktion war ich immer wieder mal in Brasilien. Ich habe zugeschaut, was dort passiert und mit dem Right to Food und Menschenrechte, nicht nur das Recht auf Nahrung, sondern auch ein Lebensstandard. Diese sind lebenswichtig. Deswegen möchte ich das nur aus der Sicht der Menschenrechte anschauen. Nur ein paar Worte. Es sieht vielleicht etwas anders aus, als wenn man das von der Regierungssicht anschaut. Ich bin bei Menschenrechten tätig und ich muss über die Aufgaben und Verpflichtungen des Staates sprechen. Ich bin ermutigt über diese privaten Initiativen in Afrika, in Indien, in Brasilien. Das hilft uns sehr. Zwei Fragen möchte ich gerne stellen oder behandeln. Warum von diesen CCT auf Grundeinkommen? Warum? Was sind die Gründe dafür? Und die zweite Frage, die ewige Frage, wie soll das finanziert werden? Wie soll Grundeinkommen in Brasilien finanziert werden? Warum wollen wir von CCT auf Grundeinnahmen? Also aus Menschenrechtssicht haben wir einige Sachen, die nicht akzeptabel sind bei den CCT. Bruno hat einige erwähnt und ich sage es jetzt in anderen Worten. Mindesteinkommen ist lebenswichtig, wenn es um die Menschenrechte geht. Menschenrechte, wenn man darüber spricht und nicht über Mindesteinkommen spricht, dann ist es falsch. Irgendwann sind sie nicht mehr in der Lage, ihre Rechte zu nutzen. Sie können auch keine Abhilfe finden. Und Menschenrechte sind universell. Und ein Mindesteinkommen ist ein Menschenrecht. Also wir haben zwei Sachen. Erstens, Mindestlohn ist ein Einzelrecht. Es geht nicht um die Statistik, es geht um Einzelpersonen. Und wenn wir sagen, wir wollen auch die Fehler minimieren, es darf keine Ausschlussfehler geben. Punkt. Und wenn es so einen Fehler gibt, Fehler werden gemacht, dann muss es korrigiert werden. Darum geht es bei den Menschenrechten. Sie müssen auch eine Abhilfe haben, wenn die Rechte nicht eingehalten werden. Wir brauchen Programme zum Mindesteinnahmen, damit das Risiko minimiert wird, einen solchen Ausschlussfehler zu machen. Wir haben einige Programme zum Mindesteinnahmen. Sie haben auch eingebaute Ausschlussfehler. Wir nennen das Konditionierung. So können wir Ausschlussfehler einbauen. Ich sage das so, dass Sie das in Ihr Programm einbauen. Die zweite Frage. Was muss klargestellt werden aus der Sicht der Menschenrechte? Diese sozialen Programme sollen auch von den Rechtsinhabern kontrolliert werden. Das heißt, jeder muss wissen, was seine Rechte sind. Das heißt, diese Programme müssen recht einfach sein. Und überall gibt es Verfahren, die diese komplizierten sozialen Transferprogramme missbrauchen, und zwar aus politischen Gründen. Das ist nicht akzeptabel. Also wenn wir diese Sachen ausschließen wollen, dann müssen wir wegkommen von den CCT, Conditional Cash Transfer. Das ist vielleicht ein guter erster Schritt. Das kann man diskutieren. Wir können sagen, das ist
ein guter erster Schritt in die richtige Richtung. Aber wir wollen wissen, warum wir weitergehen wollen. Und das ist etwas, worauf ich warte, von Brasilien. Wie sollen wir weitermachen? Und der letzte Punkt aus der Sicht der Menschenrechte geht darum, wenn Sie CCTs haben oder andere bedarfsabhängige Programme, wenn Sie mit äußerster Armut zu tun haben, so können Sie das einfach nicht verschwinden lassen. Sie können auch nicht vor Gericht gehen. Und wir haben etwas, wo wir Programme einführen müssen, die mindestens bei allen Ebenen, dass wir dieses Mindesteinnahmen garantieren können. Und das ist am einfachsten durch ein Grundeinkommen. Ich betone das, weil ich der Meinung bin, dass unsere Freunde in Brasilien ermutigt werden sollten, um weiterzumachen, um von CCT auf Grundeinkommen zu kommen. 2003 hatten wir eine internationale Konferenz auf den Philippinen und das war das erste Mal, dass Eduardo Suplicy und Fian zusammengearbeitet haben. Und Eduardo hatte vielleicht das Parlament in den Philippinen fast überredet, dass sie ein Grundeinkommen einführen sollen. Wir waren nah dran. Wir arbeiten immer noch auf den Philippinen, wir bei Fian. Aber was ist passiert? 2 Monate später schickte er mir eine E-Mail und er sagte, wir haben ein Gesetz zum Mindesteinkommen. Das berühmte Gesetz 10.835 von 2004. Und damals gingen sie zu Präsident Lula und haben ihn umarmt. Stimmt das? Ja. Das heißt, wenn Sie die Politik in Brasilien kennen, dann würden Sie nicht erwarten, dass er sowas jeden Tag macht. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Regierung in Brasilien überzeugt, sie wollten zum Grundeinkommen übergehen. Deswegen haben wir auch ein Sekretariat hier zu Bürgereinkommen, Grundeinkommen, das ist das Gleiche, mehr oder weniger. Und der Sekretär ist hier und meine Frage an ihn, wo ist der Plan? Wo ist der Plan? Wir wollen von Bolsa Familia auf Grundeinkommen übergehen. Wir entwickeln unsere Strategie bei Fian und wir haben einen Zeitplan. In 5 Jahren wollen wir hier sein und in 10 Jahren wollen wir bis hierher gekommen sein. In Brasilien wollten sie schon beinahe beim Grundeinkommen sein und zwar innerhalb von 1,5 Jahren. Ich glaube, es war im Januar 2005 wollten sie dort sein. Deswegen frage ich mich, wo ist der Plan? Vielleicht können wir auch darüber sprechen. Ich war etwas ungeduldig. Ich habe dann Daten gesammelt, als ich in Brasilien war. Daten zu Einkommensverteilung, Steuern, das soziale System. Und ich habe ein Modell erstellt. Das können Sie gerne haben, wenn Sie wollen. Ich habe das auf Excel vorbereitet. Und ich stellte fest, dass wenn Sie Grundeinkommen haben wollen, wenn Sie von Bolsa Familia zu Grundeinkommen übergehen wollen, und zwar 100 Reals, das ist nicht sehr viel und die Daten sind 10 Jahre alt. Wir haben eine recht direkte Reform, die man durchführen kann. Das heißt, das soziale System, so wie es steht, einige Leistungen werden reduziert. Ich glaube auch, das Pensionssystem muss auch reformiert werden. Da können Sie viel herausbekommen. Und Sie können dort in die richtige Richtung arbeiten. Und Sie können auch die Steuern erhöhen. Das können Sie machen. Das ist nichts Falsches dran. In Brasilien sind die Steuern so niedrig. Gut.
Es ist fast wie in der Schweiz. Also ich möchte nicht in die Einzelheiten eingehen. Ich möchte Sie nur auffordern, dieses Modell anzuschauen. Das ist irgendwo im Web. Und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen. Es sind zwei Veröffentlichungen. Sie können sie im Netz finden. Eine Untersuchung zur Bolsa Familie, eine Menschenrechtsanalyse und auch in Sambia und Malawi. Und diese Menschenrechtsanalyse hier. Es geht darum, ob es eine Verpflichtung ist der Staaten oder ob es nur eine Option ist. Herzlichen Dank.